This program is powered by Giant Bicycles and HDI Herling. Lutz, Sie sind zweimal Olympiasieger. Was ist der Unterschied heutzutage mit der Lutz Hässlich vom Frühjahr und der Heu nun? Ja, früher sind wir viel, viel kleinere Gänge gefahren, viel, viel kleinere Übersetzungen. Das waren etwa 90 Zoll. Vorne 47 bin ich gefahren und hinten 14. Und jetzt wird gefahren 51,13. Also viel, viel größer werden die Gänge gefahren. Und ich könnte eigentlich bloß 180 Meter fahren, 190 Meter schnell fahren. Und Chris Heu kann jetzt fahren 250, 280 Meter schnell. Die beste Zeit von Sie auf die 200 Meter fliegend. Was war das? 9,98 in Moskau, 1984. Aber das ist doch richtig schnell noch immer. Aber meine Kraft hat nur für 200 Meter gereicht, 190 Meter gereicht. Hat der Lutz Hässlich dann in die Topform eine Chance gehabt gegen einen Heu? Ich denke ja, das wäre unentschieden geworden. Im Sprint ist ja immer so etwas, auch etwas psychologisch, oder nicht? Also Kämpfer sind wir beide, Chris Heu und ich auch. Und da hätte die Taktik entschieden. Und ich hätte eine große Chance gehabt gegen Chris Heu. Wir sind hier auf das 6-Tage-Rennen in Rotterdam. Was macht Lutz Hässlich nun hier? Ich bin mit meinem Sohn beim UEFA-Cup, unter 23 Jahre, also für die Zukunft von morgen, bin ich beim 6-Tage-Rennen heute hier und nächste Woche fahren wir in Bremen. Wie macht er es, der kleine Hässlich? Das ist gut geworden. Einmal in Gent sind sie Zweiter geworden, jetzt liegen sie auf dem 4. Platz. Sehr gute Platzierung, sind gut vorne mit dabei. Sie sind noch richtig fit, fahren Sie noch viel? Wenig, zu wenig. Ich habe einen Fahrradjob in Cottbus, muss viel arbeiten und ab und zu trainiere ich mal, ab und zu gehe ich mal in Kraftraum, passt. This program was powered by Giant Bicycles and HDI Herling.